Was ist das jetzt? Das ist meine Heizung. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass die Heizweste so schnell heizt. Ja, das ist zu warm, Freunde. Das ist low. So, Andi, was machen wir heute? Ey, heute erleben wir mal ein Abenteuer auf der Ostsee mit Hubert. Was machen wir da? Also wir werden jetzt mal ein bisschen nach Wracks gucken und nach Geisternetzen. Geisternetze, das hört sich gruselig an. Ja, ist auch gruselig. Das Wetter ist ja eigentlich ganz gut, ne? Ey, voll geil, oder? Ja. Hast du eine Badehose bei? Nee, aber meine Shorts, die gehen auch so klar, glaube ich. Ja, ansonsten... Ich kann mir eine von dir leihen, oder? Ja, natürlich. Darfst du auch hinterher behalten. Die Mannschaft besteht aus 8 Taucherinnen und Tauchern der Scientific Diving Association unter der Führung von Hubert Pinto de Kraus. In Kooperation mit der Umweltorganisation One Earth, One Ocean sind sie aktuell mit dem Katamaran Seku unterwegs, um den Grund der Ostsee von Geisternetzen zu befreien. Dann starten wir die Maschinen. Wie lange brauchen wir jetzt noch bis zur ersten markierten Stelle? Circa eine Stunde noch, bis wir die Position erreicht haben. Also Stunde noch, dann nehme ich mir noch einen Keks. Gerne doch. Bedienen Sie sich. Geisternetze sind Netze, die Fischer dem Meer überließen, weil sie sich an Felsen oder Wracks verfangen haben. Problematisch dabei, auch wenn die Netze herrenlos sind, erfüllen sie weiterhin ihren Zweck. Sie fangen Fische. Und diese Netze fischen so lange, bis sie voll sind, steigen dann nach unten auf den Meeresgrund, die Fische verwesen und dann steigen die Netze wieder auf und können so über mehrere Jahrzehnte Todesfallen für Meeresfische, also Meereslebewesen, Fische, Vögel und Schweinswale sein. TV-Wracktaucher Andi Peters ist heute auch mit von der Partie, denn auch ihm liegt die Umwelt am Herzen. Das ist ja ein ganz normaler Taucheranzug. Ich dachte, du machst Wracktauchen. Was ist das jetzt? Das ist meine Heizung. Das heißt quasi, ich habe eine Heizung drin, Hose, Jäckchen. Ja, man ist so im Alter, wo man es auch kein Kuschelig hat, ne? Ja, also es ist so. Also, ich bin dann auch nicht mehr der Jüngste, ne? Und statt ein Katzenfell habe ich halt eine elektrische Heizweste, also läuft. Ich habe keine Heizung, geht aber auch ohne. Ich bin ja noch jung. Du hast die manuelle Taucherheizung, ne? Hä? Manuelle Taucherheizung ist, wenn man so Neoprenanzüge hat und das ist ganz kalt, dann piescht man mal rein und dann ist es schön warm. Zumindest für einen Moment. Jetzt geht's los, ne? Ja, jetzt geht's los. Das ist ein bisschen eklig, oder? Ja, aber gehört halt dazu, ne? Ja. Gibt's da nicht so ein Spray mittlerweile für? Ja, aber das ist ja neumodischer Kram. Du gibst mir gleich meine Kamera, Kevin, ja? Ja, kann ich machen. Es läuft bei Andi und zwar in den Anzug. Scheiße, was passiert? Ich habe ein Loch im Anzug. Ich bin ganz nass. Selbst trotz Heizung wird es jetzt gerade frisch. Sandro, magst du mal ihm helfen? So übernimmt Andis Tauchkollege Sven die Kamera und fängt die Bilder des Tauchgangs für uns ein. In der Nähe der Untiefe Mittelgrund sank im Jahr 1914 ein Frachtsegler. Auf dessen Wrack stößt die Gruppe um Hubert in ca. 18 Metern Tiefe. Das Holzwrack ist gut erhalten und dient allerlei Meeresbewohnern als künstliches Riff. Das wissen die Fischer, die ihre Netze gern in der Nähe von Wracks ausbringen. Heute findet die Crew hier keine Geisternetze, doch umsonst ist der Tauchgang nicht. Auch Angler bevorzugen die Nähe der Wracks. Wie die Fischernetze verfangen sich auch ihre Angelhaken und verbleiben mitsamt Pilker und Sehnen am Wrack. Das Tauchteam löst diese Todesfallen für Krebse und Fische in mühevoller Arbeit und sammelt sie ein. Ist ja jetzt nicht so die Riesenausbeute heute, ne? Nein, das primäre Ziel waren ja die Geisternetze und insofern war es trotz alledem erfolgreich. Wir konnten einige Netzfragmente lokalisieren und alles, was zusätzlich mit nach oben gebracht werden kann, ist eben Beseitigung von Müll.
Ja, am Samstag haben wir dieses Netz abgeborgen. Das ist jetzt ein Teil eines Schleppnetzes, im Grunde der Endkorb. Und zwar der Bereich, wo nachher der Fischschwarm am Ende hineingerät und dann angehoben wird. Drei Teams waren unten und haben bis zu 40 Minuten nur mit dem Raussägen und Schneiden, Freischneiden des Netzes zugebracht. Die SEKU gehört der Organisation One Earth, One Ocean, ein Verein, der weltweit Gewässer von Verschmutzungen befreit. So fischten sie mit der SEKU im Hafen von Hongkong innerhalb von nur 5 Minuten 50 Kilogramm Müll aus dem Wasser. Die SEKU ist schon ein Teil unseres Konzepts der maritimen Müllabfuhr, was besagt, dass wir eben aufräumen, dass wir den Müll rausholen. Allerdings ist es mit der SEKU noch so, dass wir den Müll, den wir hier an Bord nehmen, noch an Land entsorgen müssen. Und die Weiterentwicklung ist dann der Seeelefant. Das wäre ein Containerschiff, was ausgerüstet wird mit einer Umwandlungsanlage, kleiner Fabrikationsanlage, die Müll reinigen, Müll sortieren kann. Die aufbereiteten Recyclingstoffe der Seeelefant sollen verkauft werden und auf diese Weise helfen, weitere Umweltprojekte des Vereins zu finanzieren. Aber für dich war es ja nicht so erfolgreich heute. Naja gut, so ein Tag ist auch mal dabei, ne? Ja. Aber weißt du, wir können ja noch mehr machen. Oh, bin ich dabei, auf jeden Fall. Hat Spaß gebracht? Mir auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, mir nicht so, aber okay, aber ich finde, wir machen noch mal was. Ja. Lass mal irgendwie ein Abenteuer suchen. Genau, gerne mit Tauchen auch. Ja, Tauchen, Boot, all sowas, ja. Finde ich gut. Ich bin dabei. Ja, cool, machen wir. Gut. Schalten Sie auch nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt. Wie heißt das Ding eigentlich, was du machst? Ich bin der Mobile Reporter bei Sat.1 Regional. Ah, siehste. Ja, schalten Sie auch nächstes Mal ein, wenn es wieder heißt, der Mobile Reporter von Sat.1 ist unterwegs, Abenteuer in Norddeutschland. Und Andi taucht jetzt wieder ab. Ich tauche jetzt wieder ab. Tschüss. Ja, tschüss.